Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, die Ereignisse, die sind ja mittlerweile, die überschlagen sich ja mittlerweile. Wir haben viele verschiedene Ansätze und viele verschiedene Hinweise und im Moment bin ich noch so ein bisschen ratlos, denn zum einen haben wir den Albit, der krank geworden ist in seiner letzten Expedition und dann auch mit Abschiedsbrief zu seiner Familie noch einmal zurückgekommen ist und trotzdem seinen Sohn bei sich in einem separaten Raum hat wohnen lassen und dieser Sohn theoretisch auch klein genug war, um die Luke in seinem Dach, die Luke hier oben, benutzen zu können. Und ja, theoretisch hätte er sich auch selber dann hier drin in dem Sarg, in dem Sarkophag einschließen können, nachdem die Rauchbombe gezündet worden ist und tischt uns damit dann erstmal Lügen auf. Deswegen ist es. Wo haben wir es denn? Kleine Statur. Angriffe. Hier, da hatten wir es. Sohn ist unschuldig. Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Würde ich so nicht unterschreiben. Ich hatte das in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass auch Kinder instrumentalisiert werden können von den Eltern. Könnte eine Person, aber lügt über seinen Sohn, das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Haben wir hier eventuell noch mal irgendwelche Aussagen? In einem Zimmer auf dem unteren Stockwerk von Albits Haus steht ein kleines Brett. Eine Person mit kleiner Statur könnte darin Platz finden. Halt für seinen Sohn. Ein Schlüssel, den sie von Albert erhalten haben. Er gehört zu einem Zimmer in seinem Haus. Genau, das gehört ja zusammen. Brief von Albert, offizieller Bescheid für Sklavenfreilassung. Baba, hier mit Albert Dügen und diesen Tagen und Recht und Freiheit machen. Seite aus Marys Tagebuch, Brief von Krankenhaus, Brief von Alice. Ich kann seinen Schmerz nachvollziehen, aber du musst sie verstehen, bla bla bla. Wie könnte ich jemals den wirklichen Wert zurückkehren? Ja, gut. Sollte irgendjemand die unsägliche Schande der fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, wäre der Name unseres Sohns für immer entehrt. Es ist für uns alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tikunumans Tempel in Erinnerung bliebe. Ich bin zurückgekommen, um euch das letzte Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten, mit meiner kostbaren Sammlung, den Früchten meines Lebens. Ja, bla 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 bla. Das ist ja jetzt. Was hatten wir denn hier? Baker Street, Baker Street, bla bla bla, Krankenhaus. Wo da? Albits Haus. Nein, töte mich nicht. Nur in Ruhe, es ist vorbei, keine Angst. Sieh, oh, ba 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 ba. Ich möchte hier noch ein bisschen wieder in das Gespräch hineinlesen, welches Sherlock mit dem Albit hatte über den Sohn. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Grayskull wurde die Statue lebendig, als ich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren, weshalb der falsche Name. Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Vielleicht war das ja auch mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tikunumans Rache. Ja, klar.
Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Das heißt, sie sind dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Aber... wo geht denn das mit dem Sohn los? Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten sie Bescheid. Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekumen-Mann-Tempels. Wir verstauten es im Globus der Explosion gegen keine Ahnung, ob es dort ist. Und träumte ich von einem fehlenden Teil von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Im Moment, sie betraten den Tempel. Nun ja, wir fanden die Pyramide aus meinem Traum, aber ich war zu schwach und konnte das Rätsel. Naja. Wie dem auch sei, entschuldigt bitte, dass ich da jetzt noch einmal mich durchgelesen habe. Aber ich habe gehofft, dass ich eventuell noch mal irgendwo vernünftige Hinweise finde, damit ich hinterher dann auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Na nun? Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Ein abscheuliches Verbrechen. Hi. Ein Mord in meinem Club. Genau. Da geht er hin, unser guter Ruf. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Ich glaube, er hat einen Herzinfarkt. So. Dann werden wir uns doch dieses Konstrukt hier noch einmal angucken. Aha. Pling. Es passt halt perfekt, ne? Hä? Was geht denn jetzt ab? Hä? Okay. Jetzt sind wir anscheinend selber durch irgendwelche Detektivkräfte ins Innere des Tempels gelangt. Schöne Statue. Wir hoffen, dass wir hier jetzt vernünftige, aufschlussreiche Hinweise finden. Ich ahne fürchterliches. Okay. Komischer Kreis, Schild. Da ist anscheinend tot. Anscheinend darf ich nur über Felder gehen, die da vorne abgebildet sind. Da hätten wir dann einmal genau das, wo wir jetzt drauf stehen, dieses komische Kreuz. Dann das zu unserer unten rechten. Das geradeaus dürfen wir nicht. Wir hätten aber diese beiden auf jeden Fall. Dann dieses komische Gesicht. Das haben wir nicht. Aber dafür
Nee, das haben wir auch nicht. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Haben wir das? Ja, das haben wir. So rum. Okay, dann haben wir das hier noch einmal. Dieses Symbol haben wir. Dieses Symbol haben wir. Irgendwas mit einem Stachel? Nö. Komischer Cracker. Cracker haben wir. Das Schild haben wir. Schild, Schild, Schild. Cracker, Cracker. Hier in die Tasche. Nö. Ist doch jetzt auch nur noch die... dieses eine... Da hätten wir... Oh, bitte. Okay, hier werden wir jetzt wahrscheinlich drauf gehen auf die... Habe ich mir geahnt. Habe ich geahnt. Habe ich mir gedacht. Okay. Hier rum. Dann hier rum, hier, da, oder, da nicht drauf. Haben wir die Zitrone? Nein. Also müssen wir hier weiter über die Schilde, über den Schild, über den Cracker, das Bein. Ein Bein haben wir aber auch nicht. Ach hier, Cracker. Eine Tasche. Wir haben aber doch auch keine Tasche. Ah, lol. Da haben wir ja auch nochmal die Symbole. Oder soll... Oder ist das der komplett falsche Weg eventuell? Dass wir hier erstmal rein müssen. Ah, natürlich. Finden wir hier denn irgendwas? Nö? Cool. Mensch. Verändern tut sich hier jetzt aber leider auch nichts, oder? Schild, 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 Schild. Die Symbole sind doch immer noch dieselben. Wir müssen trotzdem irgendwie... Schild, Cracker, dieses komische Ding, das Ding. Hier dürfen wir noch rüber. Das dürfen wir auch noch betreten. Haben wir das? Nein. Den Fisch. Den fröhlichen Fisch haben wir. Das Bein, fröhlicher Fisch, fröhlicher Fisch, fröhlicher Fisch, fröhlicher Fisch. Okay. Eins zu weit. Haben wir da noch die Schlange? Schlange, Schlange. Schlängel, Schlängel, Schlängel. So, hier. Was haben wir denn jetzt hier? Auch Geröll. Schön. Mensch, das freut mich. Okay. Dann können wir aber noch hier weiter über dieses Symbol. Haben wir das? Das haben wir tatsächlich. Ich nicht. Oder? Nee, das ist was anderes. Aber hier können wir hin. Aber das bringt mir ja nichts. Kommen wir nicht? Oh. Oh, ein Feld zu weit. Ach Mann. Habe ich mich so ein bisschen erschreckt. Hä? Ich bin... Ich bin auf das Schild getreten, ja? Also jetzt mal hier, da. Nee, ich möchte nicht überspringen, danke. Das Pflaster-Symbol haben wir auch nicht. Das haben wir aber. Nee, so. Hier. So.
Ah gut, aber dann kommen wir nirgendwo weiter, ne? Okay. Das heißt also, wir müssen erst nochmal hier rüber. Da. Genau, die Zitrone haben wir ja auch noch. Den Fisch. Dann müssen wir einmal hier die Runde laufen. So. Bis wir hier wieder die Zwergnase haben. Hier dann wieder die Zitrone, Zitrone, Zitrone. Dann das, das und das. So. Oh, war eine schwierige Geburt. So, was haben wir denn sonst noch hier? Warum auch immer hier eine Leiche liegt. Zwei Wege zur Auswahl, aber nur einer, der uns wirklich weiterbringt. Da sind nur böse Statuen drin. Noch mehr Leichen hinter Gittern. Ich meine, natürlich, was auch sonst. So, und da kommen wir auch schon in den nächsten Raum. Hinter uns wieder die Türen zu. Okay. Was? Wir haben jetzt aber nicht irgendwie steigendes Wasser oder so, ne? Was haben wir hier denn? Was passiert denn, wenn wir... Moment, die sind verschieden hoch. Mehr oder minder. Was passiert denn, wenn wir daran drehen? Das probiere ich jetzt mal. Dann... Jasses! Dann dreht sich halt die komplette Plattform. Alles klar. Ah, die Plattform dreht sich einmal um 180 Grad quasi. Okay. Hier würden wir dann quasi darüber kommen, oder? Wenn ich jetzt diesen hier drehe, dann zip, ein Feld weiter. Aber in die falsche Richtung. Natürlich. Das heißt, einmal bitte in die andere Richtung. Ist das die andere Richtung? Das ist die andere Richtung. Und bitte noch einmal. So, dann kommen wir nämlich auf jeden Fall schon mal hier hin. Dreh da mal dran. Alles klar. Das war Nummer 1. Jetzt müssen wir die nächste Tür. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay. Dann nochmal in die andere Richtung. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber das macht nichts. Dann... Hä? Was war das denn? Da waren wir gerade. Theoretisch wäre es doch
Moment. Wenn wir jetzt hier wieder drehen, dann gehen wir wieder komplett um 180 Grad rum. Genau. Das heißt, wenn wir einmal in die Richtung drehen. Dann kommen wir wieder auf die Tür. Wieso ist das jetzt immer um 5 Minuten versetzt? Also jetzt uhrzeitmäßig gesehen. Nimmt. Das heißt, theoretisch müssten wir, wenn ich jetzt auf halb, einmal 180 Grad, genau. Eine Viertelstunde brauche ich nicht. Ich hätte gerne. Hä? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gedreht. Es sind jetzt zwei Felder daneben. Zwei Felder daneben. Der springt jetzt quasi 1, 2, 3 weit. 1, 2, 3. Genau, 3 sind dazwischen. Ahahaha, okay. Das heißt, wenn ich hier. Da würde ich wieder 3 in die andere Richtung drehen. Was hat das eigentlich mit denen da oben auf sich? So. Kann ich mir die irgendwie angucken? Nee, ne? Ich habe jetzt, weil der 20 Minuten abdeckt, ne? Die Zeit da. Haben wir jetzt einen Versatz drin. Das heißt, ich weiß nicht, was das heißt. Entschuldigt da auch bitte meine Stille, aber ich versuche hier gerade irgendwie schlau draus zu werden. Nee, da wäre ich doch wieder dran vorbei. Siehst du, wieder dran vorbei. Das wäre dann wieder links daneben.
Wenn ich den hier jetzt wieder drehe. Genau. Ist das kaputt? So. Jetzt müsste ich theoretisch auf dem Ausgang landen. Genau. Perfekt. So. Möchte ich aber nicht. Ich möchte ja da unten landen. Das heißt, der befindet sich drei Stellen daneben. Das heißt, wir gehen einmal komplett um 180 Grad rum, landen dann wieder auf dem Ausgang und gehen dann drei Schritte nach links. Meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hingekommen bin. So. So, das war jetzt Tür Nummer 2. So. Und jetzt müssten wir... Nein, das wären 3. 3 zurück. 3 zurück und dann eine Viertelstunde. Das hier? Yeah. Kommt das hin? Rips. Schöne Rolle. Schön im Kreis gedreht. So. Ja, das kommt hin. Boah, ist das eine schwierige Geburt gewesen. Hat ja auch nur die ganze Folge gedauert, gefühlt. Auch wenn wir noch nicht fertig sind mit der Folge. So. Das Ding ist, wir haben jetzt keine Viertelstunde, sondern quasi Viertelstunde zurück. Und dann eine halbe Stunde. Oder? Ah ne, das hat auch funktioniert. Alles klar. Oh, Gott sei Dank. Manchmal stelle ich mich aber auch blöd an. Mhm. Totenköpfe. Immer ein gutes Zeichen. Nanu. Aha. Okay. Aber hier haben wir jetzt wahrscheinlich wieder eine Sackgasse. Genau. Noch mehr Leichen. So, und ein Ausgang. Fragezeichen. Oh, natürlich. Der kam zurück.
Mega nice. Hätte ich hier nicht auch rüberspringen können? Naja. So. Da haben wir eine Leiter. Hier haben wir wahrscheinlich eine Sackgasse. Ich will nicht hoffen, dass hier in irgendeiner Sackgasse noch irgendein Hinweis versteckt gewesen ist. Wäre mega doof. Schöne Wandbemalung. Und das ne... Oh. Haben wir hier irgendein... Hinweis... darauf... welche Oh, was? Und ich frage mich hier, was da so ein Geräusch. Und ich frage mich, was da für ein Geräusch macht. What the fuck? Da ist die Stelle. Ich habe aber auch keinen Hinweis darauf, welche Platten jetzt runtergehen und welche nicht. Aber wenn ich hier jetzt 2 nach oben gehe. Okay. Diesen Safe. Der Safe. Diese sind safe. Weiß ich aber nur, weil ich mir die Steine da ansehen kann. Alter! Ja, genau. Erstmal Schweißperlen vor Kopf. Erstmal abwischen. Alter! Was ist das für ein Tempel? Warum will der Tempel mich umbringen? Da muss ich sehr wahrscheinlich durch. Oder ich kletter hier hoch, dann versuche ich aber erstmal den anderen Weg. Glühwürmchen. Alles klar. Sehr sympathisch. Lebensbejahende Umgebung auf jeden Fall. Ich laufe halt mit meinem Arztkittel rum. Ja, hallo.
Oh, was für ein tödliches Rätsel kommt jetzt schon wieder. Was passiert hier? Was passiert denn hier? Hä? Fallen die Steine von der Decke? Also ich vermute mal, hier muss ich mich... an den Götterstatuen halten. Grinsen alle, die sind böse. Da ist auch böse, da ist böse. Darf ich hier dann lang? Nein. Okay. Ich frag mich aber. Sind das wirklich. Ich guck mir das einmal an. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Moment, dann. Die gehen erstmal ein Stückchen weiter runter, bis sie dann komplett da rausfallen. Alles klar. Okay, da darf ich nicht lang. Hier darf ich lang. Da ist freundlich. Hier ist freundlich. Hier ist überall freundlich. Freundlich, lalalala. Viele Freude, Eierkuchen. So, genau. Hier. Dann muss ich hier, glaube ich, einmal komplett rum. Genau, freundlich. Nicht freundlich. Auch nicht freundlich. Und tot. Okay, es sind die kompletten Reihen, die runterkommen. Nicht da, wo ich langlaufe, sondern halt der komplette Weg. Ich darf da halt nicht lang, aber wo soll ich sonst hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Dieser Weg... Irgendwie. Die habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ach, ich fühle mich so unfähig gerade. Entschuldigt bitte meine grobe Inkompetenz. Aber... Oh ja, das sind Heavy Steine und ich bin schon wieder in dieselbe Figur reingelaufen. Freundliche Grüße. Freundlich Grüße. Freundlich... Freundlich böse, freundlich hier, freundlich auch hier, freundlich hier, freundlich hier. Das ist doch schön. Freundlich, freundlich, freundlich. So, sehr schön. Puh. So, wie immer einmal die Sackgasse abchecken. Meine Güte, Alter. Ich habe auch das Gefühl, dass das schon wieder eine sehr lange Folge werden wird. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Speicherpunkte sind mir immer willkommen. Habe ich hier irgendwie was zum... Ich möchte looten, looten und leveln. Einmal waschen, dankeschön. Bitte jetzt nicht noch mehr tödliche Rätsel. Ich möchte keine tödlichen Rätsel mehr. Ausgang, Hängebrücke, natürlich. Warum rennt der denn so? Ah, gut.
Haben wir das mit dem Rückweg auch schon geklärt? Weißt du, als letztes Hindernis dann so eine kaputte Hängebrücke. Nein. Alpha-Wände lassen grüßen. Ja, dann mal hinein. Der Schatz von Tekuruma. Das ist die Statuette, die Marnie, Sir Charles und Greystoke unter sich aufgeteilt haben. Jetzt wahrscheinlich nur die Frage, welches ist ein Symbol? Oh, Moment. Der Kalender. Er war hier. Also haben Greystoke, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Welches der Symbole jetzt wirklich dabei war und welches nicht? Kann ich... Ich kann nicht auf meinen... Ich kann nicht drauf zugreifen. Ich habe auch sonst keinen Hinweis. Oder habe ich hier irgendwelche Hinweise? Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Ich bin der Meinung, dass dieses Symbol auf den Karten mit drauf waren. Das kommt mir auf jeden Fall ziemlich bekannt vor. Die anderen, die haben zu viele Verschnörkelungen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das auch nicht. Das sowieso nicht. Das sieht aus wie ein Pfannkuchen. Ich bin der Meinung, dieses hier. Moment. Ein Punkt. Vier Punkte. 3, 2 Strich, 1 Strich, 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 3. Alles klar, verschiedene Reihenfolge. Ist nur die Frage, zuerst die 1 mit Strich oder die... Ich glaube zuerst normal ohne Strich. Mhm. Jetzt die 2 ohne Strich. Jetzt die... 3 ohne Strich. Vier ohne Strich. Strich. 1 Strich. Ne, zuerst Strich, denn jetzt werden die 4 Striche, die 4 Punkte werden zu einem Strich. Dann kommt ein Punkt dazu. Dann haben wir 2 Punkte, einen Strich. Drei Punkte, einen Strich. Immer dieses Hin und Her. 4 Punkte und einen Strich. Und als letztes dann... 2 Striche. Das war tatsächlich richtig. Mega gut. Erstmal selbst beneißen. Orbit hat dadurch seinen Arm verloren. Und die anderen drei sind einfach mit der Statue abgehauen und haben sich dann untereinander aufgeteilt. Errungenschaft freigeschaltet. Reise in die Fantasie.
Das war wirklich eine krasse Reise in die Fantasie. Alles klar. Albert wurde zurückgelassen. Die Teilnehmer an der Expedition ließen Albert im Tempel zurück, nachdem er seinen Arm verloren hatte. Verbittert. Albert gibt die Schuld an seinem Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sinnt auf Rache und könnte zu diesem Behufe den Fluch für sich nutzen. Keine Rache. Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist. Er will sich an niemandem richten. Oh doch, das will er. Eindeutig. Deswegen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Sohn ist unschuldig. Verdächtiger ist klein. Ich glaube schon, dass der Sohn was damit zu tun hat. Dann muss aber die Statue von Tychonon aus dem Club war ein Automat. Es ist nicht möglich, einen Automaten mit solch einem präzisen Bewegungsmechanismus herzustellen. Ist aber trotzdem, finde ich, schon möglich. Ich glaube aber nicht, dass der Sohn eine so krass, so kräftig ist. Oder zumindest so eine kleine. Bernard Marley fürchtet sich vor dem Fluch und versucht sich davor zu schützen. Er kann keiner der Auserwählten sein. Bernard Marley glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist. Oh, Strecken. Oh, Verzeihung. Oh, ich sitze schon seit ein paar Stunden. Auserwählten ist und den Willen von Tikunuman und damit den Fluch umsetzen muss. Ich meine, wir haben es doch gesehen, dass er so einen Automaten dahin gebaut hat. Der Marley. Dann passt das aber auch nicht. Dann habe ich da einen Denkfehler drin. Natürlich ist der Sohn zu klein und zu schwach. Also von der Seite aus passt das überhaupt nicht. Was mit? Das passt halt alles Zeuge. Sir Charles sah zur Tatzeit Bernard Marleys Automaten wegrennen. Wieso passt das mit verbittert dann nicht? Sohn ist unschuldig. Wenn ich hier jetzt, dann ist das wieder weg. Albert muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Was haben wir denn, wenn wir hier jetzt noch die anderen Möglichkeiten auswählen? Aussagen? Ja gut, das haben wir hier jetzt. Andere Sammlungen. Sir Charles wollte, dass Grayskull stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkauft. Haben wir da dann irgendwie was nicht gewusst? Sir Charles weiß von der Flucht und perfekt liegen halt für den Mord. Dann passt hier alles, einfach alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit
Marley ist schuldig? Natürlich, ne? Das ist ja der Mechanik-Typ. Da fließt hinein keine Rache. Ne, das ist Schwachsinn. Es gibt den Fluch und halt, dass ich lege die Menschen in die Expedition. Ja, das passt. Aber warum? Warum darf das dann nicht mit reinspielen? Ich weiß es nicht. Schlussfolgerung: Marley ist schuldig. Bernard Marley glaubt an den Fluch und gestaltete seine Statuen als tödliche Automaten. Damit hoffte er, einer der Auserwählten zu werden. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen verwirrend für meinen Kopf gerade. Aber ja, macht natürlich Sinn. Er hat in seiner Werkstatt, hat da halt die Maschinen gebaut. Auch wenn es für mich keinen Sinn macht, dass die Maschinen so entwickelt sind, dass die dann weglaufen und Seile hochklettern und alles. Das ist halt dieses, was in meinem Kopf schwachsinnig erscheint. Bernard Marley glaubt an den Fluch und gestaltet seine Statuen als tödliche Automaten. Damit hoffte er, einer der Auserwählten zu werden. Ja, das unterschreibe ich so. Das würde ich auch wirklich so vermuten. Bernard Marley gehört hinter Gitter. Er ist seinen Aberglauben gefolgt und hat kaltblütig getötet. Gnade für Marley. Bernard Marley ist verrückt und braucht professionelle Hilfe. In einem Sanatorium wäre er besser aufgehoben als im Gefängnis. Stimmt. Der Typ, der ist halt komplett im Kopf kaputt und glaubt an diesen Fluch und alles. Er hat zwar durch die Maschinen getötet, er hat sie konstruiert und mit dem Ziel, die anderen zu töten, aber er ist halt sagt man das dann nicht zurechnungsfähig, weil er halt irgendwo einen Knick in seinem Kopf hat? Der braucht halt professionelle Hilfe. Wie hättet ihr euch entschieden? Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun Umaan? Tekun Umaan wurde gerecht, Mr. Marley. Es ist vorbei. Haben Sie keine Angst. Folgen Sie uns einfach. Ihnen folgen? Warum? Keine Sorge, es ist nicht Ihre Schuld. Ab jetzt werden sich Spezialisten um Sie kümmern und Ihnen helfen. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Bernard Marley ist verrückt. Er hat nicht die Fähigkeit zu begreifen, was für ein Verbrechen er begangen hat. Deswegen muss er entsprechend behandelt werden. In einem Sanatorium. Gnade für Marley. Gefundene Hinweise 19. 5% der Spieler mit derselben Entscheidung. Nur 5%? Was haben denn die anderen gemacht? Was? ja gut. Dann würde ich mal sagen. Ja.
danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst mir doch eventuell in den Kommentaren da, wie ihr euch entschieden hättet und was ihr glaubt, was die richtige Herangehensweise und die richtige Kombination der ganzen Hinweise gewesen ist. Lasst es mich wissen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.